Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy 10 HD Perfect Game. Wir sind immer noch im Kanal der Buße. Diesmal im Wasser, also in einem anderen Teil vom Kanal der Buße. Und müssen jetzt, wohl oder übel, ja, uns hinausschwimmen. Ohne Luft und ohne Sinn irgendwie. Es gibt jetzt hier eine kleine Sache, die man wissen muss oder wissen kann. Oder wissen sollte. Nee, wissen kann. Eigentlich kann man es gar nicht wissen. Außer einer von den Charakteren, die man jetzt dabei hat, kann Analyse. Oder man probiert es einfach aus. Aber es ist alles ziemlich unwahrscheinlich. Und deswegen kann man es eigentlich beim ersten Mal durchspielen nicht wirklich wissen, glaube ich. Der nächste Gegner ist relativ witzig. Ich meine, nicht den Zufallskampf, sondern den Bossgegner, der jetzt gleich kommt. Ja, hier gibt es natürlich erstmal Wassergegner. Frisius. Ich glaube, die sind gar nicht so stark. Aber Drachenschwimmen sind recht cool. Haben wir kaputt. Gut, das war's schon. Cool. Das ist übrigens auch das Bittere, wenn man Stein im Wasser erlangt. Also wenn man den Steinzustand im Wasser erhält, sag ich mal. Denn da bekommt man eiskalt den Instant-Tod. Weil Stein im Wasser wird er ja sinken und, ne? Tod. Okay. Den Kampf kürzen wir ab, denn die Gegner sind mir ein bisschen nervig. Jetzt habe ich ja wieder die Möglichkeit zu fliehen. So. Und große Räume in Final Fantasy bedeuten immer Bosskämpfe, wie wir ja mittlerweile wissen. Und jetzt sehen wir auch, wo sich die ganzen komischen leuchtenden Kugeln sammeln. Und warum die vorhin da waren und überhaupt. Denn... Blonk! Kennen wir doch irgendwoher. Ah doch, man sieht es ihm ja sogar an. Früher ist es wieder, aber diesmal Altana, ist eine andere Version. Man kann jetzt das Tor öffnen, um zu fliehen, das ist eine Möglichkeit. Da verliert man aber Kisten. Und der einfache Weg ist folgender. Nee, nicht so, das war jetzt ein Missklick. Oh, daneben, naja gut, probieren wir es mal andersrum. So, das macht mehr Sinn. Flock. Zumal der auch jeden Angriff kontert oder jede Aktion auf ihn. Das ist nicht unbedingt feierlich, diese Gegner. Ich glaube, einige kennen ihn ziemlich gut als böser Gegner. Der hat 16.384 HP, dementsprechend heilen zwei Phönixfedern jeweils die Hälfte davon. Also heilen, in Anführungszeichen. Und er stirbt nach zwei Stück. Muss man erstmal drauf kommen, dass der ja Zombie hat und dass er ja anfällig ist für Phönixfedern. Aber hey, was soll's. Ich habe jetzt zwar nicht auf Wacker gewartet, dass der auch noch XP bekommt, aber ist mir egal. So, zwei weitere Schwarzpheroide. Bekommt man mehr als genug. Okay. Und jetzt gibt es ja auch keine Gegner mehr. Man schwimmt jetzt hier einfach in aller Ruhe zum Ausgang. So, ein Gegentreffer. Und wenn irgendwann mal die unsichtbare Wand zu Ende ist. Tap-ti-tu, tap-ti-tu, tap-ti-tu. Noch ein Rächer. Das Blöde an dem Rächer ist, der lohnt sich gar nicht. Denn den haben wir ja am Anfang irgendwann mal gekauft. Und jetzt habe ich halt den bekommen, das ist genau der gleiche. Yippie-yay. Naja, halt was zum Verkaufen. Tja. So, hier wäre dann halt immer so ein anderer Zwischenkampf. Wie gesagt, man kann halt auch fliehen, man muss den nicht besiegen. Ich bin beim ersten Mal durchspielen halt auch geflohen. Muss es aber halt dreimal machen, denn hier ist auch nochmal so ein Tor. Und erst dann hat man es geschafft. Denn hier ist der Ausgang, wie man sieht. Oder eben nicht. Stille, ne? Schön.
Könnte stundenlang machen. Hier so rumschwimmen. Man hätte jetzt von dem Gegner noch klauen können. Mit Rico zum Beispiel. Da hat er halt zwei Netzesteine. Oder eine Heilquelle. Ist ganz cool. Muss man nicht machen. Ist halt so, ja. So, man hat fast keinen Gegner, wo man klauen muss. Eigentlich gar keinen. Thank you. Kenok. Why you? I have saved him. He was a man who craved power. And great power he had, but he feared losing it. Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes. Chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries. He has been granted sleep eternal. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see, if all life were to end in Spira, all suffering would end. Don't you see? Do you not agree? That, Yuna, is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Xanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts! Unpleasant. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Hübsche Haare. Bisschen zu viel Haarspray, würde ich sagen. Run! Protect Yuna! Go! No way! I'm fighting! I said go! Tja, wenn es sogar Owen lustig findet, wa? Okay, hier haben wir nochmal einen Wacker.
You're quite popular these days, eh? Anything you want, I've got it. Und er verkauft uns halt bloß wieder Items, was jetzt nicht so der Knüll ist, wie immer. Also Wacker ist jetzt in dem Punkt des Spiels relativ sinnlos. Aber es ist wichtig, dass er hier mal kurz erscheint. Das ist für später nochmal von Bedeutung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einen Cut setze oder ob ich jetzt wirklich zumindest noch bis vorrenne. Denn an dieser Stelle werde ich etwas grinden müssen, da das später nicht mehr so einfach möglich ist. Zumindest bietet sich das sowieso an, da ich sowieso ein bisschen trainieren möchte und sowieso viel Geld brauche demnächst. Da muss ich quasi etwas overpowern. Frage ist, ich laufe zumindest vor, dass wir in der nächsten Folge direkt Kollegen Bossgegner da haben. So, und ich erkläre natürlich noch, was es auf sich hat mit dem ganzen Rewinde jetzt. Gut, Lulu noch. Schon wieder HP? Hatte ich nicht gerade erst HP? Nee. Stimmt. Wow, hat auch schon 3000 HP. Gut. Ich renne schon mal nach vorne. Denn da vorne, wie man sieht, ist nochmal ein Speicherpunkt. Ein Hinterhalt, natürlich, warum nicht? Ja, die haben ziemlich viel Leben schon. Also 4200 ist schon relativ heftig, finde ich. Da sollte man sich wirklich schon überlegen, ob man nicht vielleicht doch mal langsam trainiert. Zumal der nächste Gegner einer der Gegner ist, wo wirklich viele hängen bleiben. Nachdem man es früher geschafft hat, hat er nun nicht so viel Leben. Und, wie heißt es? Früher Altana kann man ja von fliehen und so. Also man hat lange nicht irgendwie wirklich schwere Kämpfe gehabt. Willst du mich verarschen? Und dann kommt jetzt halt wirklich ein übelster Knallergegner, der relativ heftig ist, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen muss. Oh gut, so viel zu Titus. Gegner C ist da links, oder? Ja. Ah, das macht mal Yuna. Ja, wie gesagt, es wird langsam etwas knapper. Es bestand zwar der Wunsch unter euch, dass ich hier wirklich jetzt nicht zu sehr overpower, damit die Bosskämpfe knapp oder spannend bleiben. Aber ich bin mittlerweile ehrlich gesagt schon echt unterlevelt. Müsste man Speedrun gucken. Da overlevelt man. Und zwar sehr zeitig. Auch auf eine andere Art und Weise. Aber naja. Gut, Wacker stirbt wahrscheinlich, oder? Ja. Egal. Scheiß auf Wacker. Ich spare mir jetzt eine Phönixfeder. Immerhin. Und ihr seht schon, die bringen ziemlich viele XP und auch gute Items. Also so eine Mega-Potion, das jetzt einfach mal so droppen, ist schon eine coole Sache. So, ich brauche kurz Yuna. Was ich aber von ihnen möchte, ist weder Potions noch Phönixfedern, sondern die droppen auch Mega-Phönixe. Und Mega-Phönixe sind ziemlich teuer in der Anschaffung. Kriegt man halt nur durch Bestechen, glaube ich. Oder wenn man klaut. Weiß, ich habe gerade die Liste nicht offen, aber zumindest sind die nicht so billig. Und da möchte man möglichst eigentlich die Sachen kostenlos bekommen. Und hier bekommen wir halt die Phönixfeder und Geld und XP. Von daher ist es ein schöner Grindpunkt in der Mitte des Spiels. So. Da hatten wir jetzt halt das Early Grinding gehabt mit dem CS Leaky gegen Sins Flossen. Da hat man halt schön entspannt schon was vorgegrindet für die nächsten paar Gegner. Und hier seht ihr, jetzt bekommen wir zwar also ein Level pro Kampf fast. Das ist schon krass, was man hier jetzt an XP erstmal bekommt. Aber genau daran merkt man, dass man unterlevelt ist. Sehr schön in Final Fantasy C. Man sieht daran, was die Gegner an XP geben, wie sehr man unterlevelt ist. So.
Im Idealfall hat man hier schon Autohast. Wenn man Langeweile hatte auf Bikanell. Aber das habe ich mir wirklich mal gespart, weil das sehr lange dauert. Noch länger als hier das Mega-Phoenix-Grinden, glaube ich. So. Wieder 5000. Da seht ihr, Mega-Phoenix und halt wirklich viel Geld. Also ich brauche auch viel Geld. Und damit verabschiede ich mich jetzt in die nächste Folge, denn das Grinden wird sehr, sehr lange dauern. Das werde ich bestimmt nicht onscreen machen und auch nicht mit aufzeichnen, weil so viel Speicherplatz habe ich gar nicht mehr frei. Das wird bestimmt so seine 5 Stunden oder so in Anspruch nehmen, wenn nicht gar noch mehr. Ich werde jetzt hier halt stundenlang im Kreis rennen dürfen und irgendwann mal... Aua. Gar nicht schön. Und irgendwann mal genug Gegner getötet haben. Einkauf mache ich noch. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal kurz so eine Gegnergruppe töten mit diesen Soldaten. Weil ich glaube, die droppen auch Mega-Phoenixe. Ich weiß es gerade gar nicht. Also ein Gegner von denen droppt Mega-Phoenixe. Auch nur selten, aber das reicht meistens schon aus. Nee, es war auch bei einer Maschine vorhin. Weiß gar nicht. Ich glaube, diese Bombenviecher da hinten, die droppen Mega-Phoenixe. So. Dass sie so viel Schaden machen müssen, ne? Was auch immer daran liegt, dass sie so viel HP haben. Wo man halt nur gegenwirken kann, wenn man wirklich viel Angriff hat. Okay, ich werde jetzt mal kurz mal eine normale Potion auf Titus werfen. Und damit er jetzt den nächsten Angriff überlebt. Ja, doch nebenbei wahrscheinlich mit Titus jetzt die Ekstase immer mal benutzen, damit er... Ja, so viel dazu. Ach stimmt, der macht ja gar keinen gleichen Angriff. Gut. Na, war kein Lernzon. Oh, Phoenix-Feder. Da braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, dass eigentlich mal Items leer werden. Weil Phoenix-Federn droppen die ja auch. Potions droppen sie auch. Und ein Speicherpunkt ist ja auch gleich in der Nähe. Also schon cool. So, und wieder jeder Level ab. Und gut 4000 Gil waren es jetzt, ne? Na gut, also wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt in die nächste Folge. Das wird sehr, sehr lange dauern, wie ihr seht. Wird da sehr wahrscheinlich, ja, 5, 6, 7 Stunden dran sitzen dürfen, um ungefähr 100 Mega-Phoenixe zusammenzubekommen. Aber was willst du machen? Gehört dazu. Dementsprechend, macht's gut, meine guten Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Listen to my story. This may be our last chance.